Liebe Leute, wir spielen Humankind, die Victor Open Dev, gerade live aufgezeichnet auf Twitch, nachher auf YouTube. Liebe Grüße an euch alle. Und wir machen gleich mal weiter. WB, Writing Bull und Stephanie, KSR aus Paris von Amplitude Studios, die Community Managerin der Entwickler, bei uns zu Gast. Hi Steffi. Hallo Daniel. Wir machen gleich mal weiter. Wir wollen jetzt die Einflusspunkte, die wir haben. Wir haben angespart deren 34. Ich habe Byblos aktiviert. Und jetzt klicken wir hier auf unserem Außenposten, dem Phönizischen, auf diesen Button und holen den dazu, geben 30 Einflusspunkte, bekommen wir dazu und dann verschmelzen die. Also dieser Außenposten wird dann quasi so ein vorgelagertes Stadtviertel der Stadt. Und alles, was dort entsteht, Nahrung an Produktion, USW, bekommt die Stadt dann. Und im Gegenzug kann die Stadt allerdings auch für die Leute, die dort vor Ort sind, dann vor Ort auch Bauaufträge in Auftrag geben und auch die zurückboosten mit deren Produktionspunkten und so weiter. Wir klicken einmal hier drauf. Jetzt gehören die beiden zusammen. Und jetzt guck mal, was wir in Byblos haben. Jetzt haben wir in Byblos 43 Industrie. Der Nahrungsunterschied. Wir profitieren von der Nahrung hier vorne. Wir haben jetzt in 6 Runden den nächsten Bürger. Dazu kommt noch, dass in 2 Runden das Farmers Quarter fertig wäre. Geht das nicht vielleicht auch ein bisschen schneller? Wir ziehen mal einen Bauern hier rüber. Wir haben nur einen Arbeitsplatz offen. 3 von 4 sind nur besetzt. Jetzt ist das in einer Runde fertig. Sehr cool. Das machen wir auf jeden Fall. Während WB hier ein bisschen an seinen Arbeitern rumsortiert, möchte ich den Chat kurz darauf hinweisen. Hinten links sieht man auf dem neuen Stadtviertel einen Detach-Button. Das ist auch im Lucy Open Dev viel verlangt worden von Spielern, dass man Städte auch wieder in kleinere Bereiche auflösen kann. Das war vorher nicht möglich. Einmal entschieden und für immer war man daran gebunden. Jetzt schauen wir mal, was wir weitermachen. Wir haben die beiden separat. Wir haben 4 und 5 Einflusspunkte jede Runde dazu. Eben waren es 3, jetzt sind es 5. Das heißt, wir haben jetzt 2 Einflusspunkte dazu bekommen, dadurch, dass der Außenposten, dass die beiden Einflusspunkte, die hier stehen, die waren vorher verschwendet. Ne? Und jetzt nutzen wir die, wenn ich das richtig sehe. Genau, die Außenposten produzieren selbst keinen Einfluss. Ich glaube, der emblematische Außenposten der Mongolen produziert Einfluss. Aber ansonsten sind Außenposten, ich will es mal so sagen, berühmte Komponisten und Künstler leben ja nun mal nicht normalerweise nicht irgendwo im Wald an der Grenze. Es sei denn, man ist vielleicht Thoreau und schreibt Walden. Und wir haben auch hier zusätzlich auch noch einen Punkt Wissenschaft jetzt hierdurch erhalten, was insgesamt, ja okay, wir sind von 3 auf 4 hochgegangen oder so, aber das sind immerhin auch noch 33% mehr. Also, jetzt haben wir hier vorne zu sehen ein bisschen mehr Wissenschaft und von vielem anderen mehr auch ein bisschen mehr Geld, USW. Was ich gerne machen würde, mein Blick auf die Forschung. Im Chat wird das Thema schon angesprochen. Achso, erstmal The Quenim fragt zu Recht, ob die neue Organisation uns jetzt Stabilität oder Einfluss gekostet hat. Einfluss hast du gerade mitbekommen, einmalig verloren. Aber wir kommen mehr jede Runde dazu. Das wird insofern wieder auf Zeit mehr als ausgeglichen. Bei der Stabilität schauen wir uns mal den den Stabilitätsbalken in der Gesamtstadt an. Und da seht ihr in der Mitte des Tooltips, da steht 90% größer als 70%. Größer ist eigentlich ein Pfeil. Das ist kein größer Zeichen. Pfeil bedeutet, wir sind bei 90%, aber wir bewegen uns jetzt Richtung 70%. Langsam. Das ist die Marge oder der Wert, wo uns jetzt allmählich drauf einpendeln, es sei denn, wir würden noch irgendwas verändern. Würden noch einen Bezirk hinsetzen, der noch mehr Stabilität kostet oder was auch immer. Wir haben ein bisschen also verloren als Zielwert. Das ist ganz simpel, darüber zu erklären. Ihr seht ja drunter die Tooltips aufgelistet, dass wir dass das als Distrikt gilt, der Außenposten, ne? Nein, das Anbinden von Territorien hat eine separate Kosten von den Distrikten. Deswegen separat hier aufgelistet, minus 20 von der Anzahl der Territorien. Ach so, und das war vorher nicht? Der Außenposten zählte nicht als Territorium? Das erste Stadtzentrum zählt nicht. Außenposten zählen auch nicht als Territorien, denn schlicht und ergreifend, an welche Stadt sollte man sie denn anrechnen? Ja. Und The Cranham spezifisch das Wort Neuorganisation verwendet hat, denke ich, bezog er sich auch auf das Wiederabtrennen. Und soweit ich weiß, das Wiederabtrennen selbst kostet nicht Stabilität oder Einfluss,
Aber natürlich hat man dann wieder nur noch den Außenposten, der ja weniger Wert hat für deine Wirtschaft. Und das Wiederanschließen irgendwo kostet dann wieder Stabilität und Einfluss. Also es ist nicht unbedingt immer ein No-Brainer, ja, die Außenposten abzutrennen. So, ich habe mal gecheckt, ob wir eventuell Nahrungspunkte weglassen können, um stattdessen in Wissenschaft zu investieren, einen Bürger rüberzuschieben. Kann man machen, aber dann hätten wir einen Nahrungsverlust und demnächst keinen Bürger. Also die zwei Minimum, die müssen da leider bleiben. Wir gehen erstmal wieder raus und lassen das hier weiterlaufen und gehen rüber zu unseren Einheiten. Plus 5. Für die Gründung eines Außenpostens brauchen wir 70. Nee, 20 Einflusspunkte wieder nur. Ah, wie cool. Wir haben keinen Einfluss, wir haben keinen Außenposten mehr. Das heißt, der nächste Außenposten kostet jetzt nicht die 70, sondern 20. Das Ja. hängt aber auch damit zusammen, Steffi, wie weit der Außenposten entfernt ist von unserem Stadtgebiet. Und vorher war das ja so, dass dieses Territorium, dass das halt zwei Felder entfernt war von der nächsten Stadt. Und jetzt nur ein Feld, sind deshalb aber die Einflusspunkte auch geringer. Ganz genau, das hast du richtig verstanden, weil wir jetzt ja direkt an unser fest kontrolliertes Territorium Ja. anschließen, brauchen wir weniger Einfluss. Das nutzen wir. Dafür würde ich auch gleich mal rüberziehen mit dem hier und auch nicht lange trödeln. Denn ich würde möglichst bald gerne hier dann auch in drei Runden können wir, pardon, in drei, in vier. In vier Runden kann man das hier vorne einen Außenposten für 20 Anschluss gründen. Wir schauen uns mal an, wo wir sind und wo ein cooler Platz sein könnten. Laufen nach eins hoch. Von da oben haben wir auch eine tolle Sicht. Cool. Das ist das Gebiet hier mit dem Naturwunder. Das hätten wir gerne in unserem Bereich. Anstatt deshalb, weil es 5 Einflusspunkte mehr bringt. Das ist schon sehr, sehr cool. Und dieses plus 1 Vision Range, also Sichtweite, gilt das? Wofür gilt das? Das plus 1 Vision Range, das ist auf eigentlich so ziemlich allen Feldern angegeben, wenn ich mich nicht irre. Das können wir inzwischen wahrscheinlich aus dem Tooltip sparen. Das war wahrscheinlich noch ein Überbleibsel aus Versuchen, die Sichteinschränkung von Wäldern anzuzeigen oder sowas. Okay. So, da oben sind wir weiter, können wir hier nicht ziehen. Mit dem Kollegen hier unten könnten wir alleine weiter scouten, aber ich lasse den mal hier vorne stehen. Ist das hier für uns auch ein interessantes Gebiet, um nachher einen Außenposten zu setzen? Wenn wir hier einen gesetzt haben, dann braucht der nächste Außenposten, dann braucht der nächste 70. Aber eventuell können wir den auch anschmeißen, wir gucken mal. Oder soll man hier Richtung Westen laufen mit dem alleine scouten? Ist ein bisschen riskant, weil er nur noch begrenzt Trefferpunkte hat. Also da könnten wir auch gejagt werden von den anderen. Andererseits hier oben wiederum, wenn der alleine gleich rumläuft, hier ist ja irgendwann Ende Gelände. Na, also das ist wahrscheinlich eine Halbinsel, wo es nicht weitergeht. Das heißt, den schickt man nachher sowieso wieder rum. Da kann der schon mal vorziehen und scouten. Wir spielen mal offensiv. Wir gehen mit ihm scouten und ziehen mit ihm mal Richtung nach links und gucken, wo wir landen. Oben rumziehen ist eigentlich klüger, dann hat man eine größere Sichtweite. Hier wird uns schon gespoilert. Hier ist jemand. Das ist aber doof. Guck mal. Da kriegen wir gespoilert, dass im Fog of War einer ist. Spoiler-Alarm! Ja, Das war das ist doof. natürlich nicht so schön. Da muss ich am Montag nein, Gott, am Dienstag, wenn ich wieder auf der Arbeit bin, unser QA-Team mal Ja. fragen, ob das schon bekannt ist. Wir ziehen hier einmal rein und haben 5 Wissenschaftspunkte bekommen. Das war cool. Diese Kuriositäten und andere Dinge, die sind ja immer wieder gespawnt in der Jungsteinzeit, immer wieder neu. Wenn man die einmal geholt hat, spawnen die jetzt auch noch oder war das nur eine Sache der Steinzeit? Die spawnen eigentlich, ich meine, das ganze Spiel über, aber die spawnen nur in Gebieten, auf die niemand Sicht hat. Das bedeutet natürlich, während das Spiel weiterläuft und die Städte größer werden und mehr Armeen sich über die Karte bewegen, sind diese Bereiche, auf die niemand Einsicht hat, ja seltener und deswegen hat man dann immer weniger von den Kuriositäten. Hier stehen gerade Luftballons in den Himmel hinauf. Der Vorteil, dass wir übrigens hier keinen Außenposten mehr haben, sondern dass dieser Posten zur Stadt gehört. Wie sieht das beim Thema Verteidigung aus? Also wenn wir uns mal anschauen bei unseren Keep Nachbarn. disrespecting my empire and you will see yours toppled.
Bei unseren Nachbarn sieht es ja so aus, dass wir bei den Verträgen keinen Nichtangriffspakt abgeschlossen haben, dass man sich gegenseitig überfallen darf, längst nur in neutralem Territorium. Außenposten durfte man auch vorher nicht plündern und jetzt erst recht nicht, wo sie zu Teilen von Städten geworden sind. Er durfte die Außenposten vorher, meine ich, betreten. Aber nicht plündern. Und auch plündern, weil er wurde ja nicht am Betreten verhindert. Jetzt müsste er, um unser Gebiet zu betreten, erst entweder offene Grenzen mit uns abschließen oder uns den Krieg erklären. Und vorher hätte aber, also auf dem Territorium mit Außenposten, das zählt nicht als Staatsgebiet, man darf da durchlaufen und man darf sogar plündern Ja. in dem Bereich. Ach, Das echt? Plündern ist natürlich aber auch eine schwerwiegende Grievance dann, wo du dann ordentlich Druck machen darfst für. Okay. Gehen mal raus. Also wir denken mal, wir hoffen mal, er macht es nicht, weil wir haben keine Verteidiger hier. Der kann ziehen, der kann ziehen. Hier vorne hatten wir ein Bauprojekt durchgeführt. Wenn ihr euch das mal anschaut. Ich glaube, so kann man es besser. Man kann es hier highlighten lassen. Schaut mal hier. Sieht man mal, das sind die beiden Bezirke, die wir jetzt haben. Das hier unten ist der neue, gerade entstandene Bahnhofdistrikt. Und das da vorne ist unser Industriegebiet. Und im Abstand voneinander ein Feld drumherum. Da beuten wir auch überall die Ressourcen aus. Das heißt, wir haben schon ordentlich was dazu bekommen. Hier ploppt was Neues auf. Es handelt sich um eine Quest. Bisweilen kommen nämlich solche Zufallsevents rein. Und es geht darum, dass wilde Tiere in den Wäldern rund um Byblos, die sind immer schon gejagt worden, damit wir frisches Fleisch bekommen in der Stadt. Aber nun gibt es eine Erfindung oder Entdeckung in der Stadt. Und die Frage ist, wie nutzen wir das jetzt noch besser? Wir können das militärisch nutzen. Das heißt, wir können das Horn nutzen, der Tiere, die wir jagen, um unsere Soldaten besser auszustatten. Oder wir können die ernten. Das heißt, wir können. Was heißt Carcasses auf Deutsch? Kadaver. Wir können die Kadaver nutzen, um das einfach zu futtern. Fressen, fressen, fressen. Oder das in der Mitte, Barter, das heißt Handel treiben, ne? Ja, Bata, also wir verarbeiten dann die Geweihe und Hufe und ähnliches zu Schmuck oder sowas und Leder und handeln damit. Darunter seht ihr jeweils die Folgen auch mit Tooltip. Das heißt, links, das boostet bei uns die Produktion, rechts, das boostet uns die Nahrung, in der Mitte boostet uns das Geld. Was ist uns Und es hat wichtiger? auch Einfluss auf unsere Ideologien. Und manchmal denkt man sich, das ist vielleicht sogar der wichtigere Effekt, wenn du über die kleinen Symbole oben rechts an jedem Button den Mauszeiger hältst. Ach, da wäre ich aber nicht drauf gekommen. Das ist aber ein bisschen versteckt. Da würde man nie und nimmer gucken gehen, wenn man es nicht weiß. Feedback an deine Kollegen. Da kommt man nicht drauf. Da kommt man echt nicht drauf. Also man denkt, man kommt niemals drauf, dass das irgendwie was ist, man drüber haben sollte. Nie und nimmer. Also da würden wir innerhalb der Civics, also dieses Bereichs der Sätze, also es gibt ja vier Zeilen oder vier Bereiche, wo wir unsere politische Einstellung verschieben. Ökonomisch und in anderen Bereichen auch vier Achsen. Und da gibt es jeweils so fünf Bereiche, fünf Werte auf diesen Zeilen und wir können dann nach links und rechts schieben und dann manchmal rüberspringen auf einen anderen Bereich. Und dann haben wir jeweils bestimmte wechselnde Boni halt, ne? Hier geht es im Bereich der Ökonomie Richtung Kollektivismus. Aber das Blöde ist, jetzt können wir nicht gucken gehen, wiederum auf den Tooltip vom Tooltip. Also es muss man jetzt auswendig wissen, was das bedeutet. Ja, oder man muss es im Civics-Menü nachsehen. Das heißt, man muss Ich es. stimme dir, dir Oh hier zu. Gott. Ich stimme dir zu. Unsere VIPs haben schon vor über einem Jahr gesagt, wir brauchen so nested Tooltips wie bei CK3, dass man in den Tooltip des Tooltips gehen kann. Oder wie bei Old World, wo man einfach dann mit der mittleren Maustaste da mal draufklickt und dann ist der Tooltip festgefroren. Man kann die Genau. Maus drauf ziehen Da auf den bin Tooltip ich und dann erscheint der auch nächste. für und habe dafür plädiert, aber leider war es dafür wohl im Entwicklungszyklus schon zu spät, als ich mich Amplitude angeschlossen habe, weil wir da ja schon die laufenden Alpha-Versionen schon soweit hatten und das UI-System mehr oder weniger schon fertig war. Also. Es geht immer um den Ökonomiebereich, da geht es um den Geopolitikbereich. Bevor wir das nachgucken, gucken wir die anderen Werte. Hier geht es um. In diesem Fall würde ich sogar sagen, wir machen uns darüber jetzt keinen Kopf, denn du siehst, in jedem dieser Fälle bleiben wir in dem weiß gehighlighteten Rechteck. Das bedeutet, unsere Boni verändern sich sowieso nicht von dieser kleinen Verschiebung jetzt. Hier bekommen wir 5 Geld mehr.
Hier bekommen wir 5 Nahrungen mehr. Hier bekommen wir, dass Einheiten 10 Runden lang weniger kosten. 20% weniger kosten. Aber im Augenblick wahrscheinlich wissen, dass wir wahrscheinlich keine zusätzlichen Einheiten bauen werden. In den nächsten 10 Runden kann es da schon mal egal sein. Die 5 Gold mehr sind schon cool, wenn man nur 4 hat, weil man für manche Aktionen Gold braucht. 5 mehr Nahrung wiederum würde bedeuten, dass wir sehr bald den nächsten Bürger hätten. Andererseits, den nächsten Bürger könnte man dann sofort auch wieder einsetzen als Farmer, weil wir im Augenblick in der Stadt halt mit Ach und Krach unseren Nahrungslevel halten können. Normalerweise hätten wir, glaube ich, in 12 Runden den nächsten Bürger. Das heißt, wenn wir jetzt stattdessen in, was weiß ich, in 7 Runden oder in 8 Runden den nächsten Bürger hätten, dann müsste er sofort um sich selber weiter versorgen können, wieder in den Farmers Quarter reingehen. Trotzdem auf Dauer hilft einem das natürlich schon. Wofür brauchen wir Geld? Fürs Beschleunigen der Bauprojekte? Gibt es in absehbarer Zeit eine Aktion auf der Karte, für die wir nicht nur Einflusspunkte brauchen, sondern auch Geld, Steffi? Es gibt eine Civic, die die Kosten zum Gründen von Außenposten in Geld statt Einfluss umwandelt. Und außerdem, wir sind Phönizier, wir sind Händler, wir brauchen Geld für unsere Ära-Sterne und somit unseren Ruhm. Das ist ein gutes Argument. Ich zeige euch das nochmal. Hier oben ist es zu sehen. Das ist die Merchant-Geschichte. Nee, das ist hier vorne. Das ist der Bereich hier vorne. Das heißt, wir bekommen mehr Ruhm dann, wenn wir hier vorankommen. Das heißt, wenn wir 600 Gold verdient haben sollten, bekämen wir fett Ruhm. Andererseits, so wie wir spielen, geht es darum, dass man das Geld anspart oder dass man es verdient? Es geht nur ums Verdienen, nicht ums Ja, das Haben. ist gut, weil haben ist bei mir nichts. Was ich einnehme, das haue ich aus dem Fenster raus. Nicht Man nur in sieht der es beim deutlich Spiel. am Einfluss. Ja, wir haben keine 46 mehr, aber wir haben Okay, dann 46 machen wir das. eingenommen. Dann machen wir das auf jeden Fall. Das ist das Eventfenster hier. Gehen wir hier drauf auf Prosperous und holen uns das. Trotzdem bin ich neugierig. Ich möchte mir die Achse hier oben mal angucken. Wechseln einmal rüber auf den Civic-Bildschirm. Der müsste sich hier verstecken. Hier sind die. Kann man noch nicht anklicken. Doch, hier oben. Kann man noch nicht Ah, anklicken, weil man weil noch wir uns keinen. noch nicht verschoben haben, können wir die Achsen noch gar nicht sehen. Das heißt, wir können die Info, die uns angezeigt hat, wird noch nicht mal verifizieren. Steffi, siehst du meine Ja, ich verstehe deine Augenbrauen Schmerzen, WB. wandern? Das ist ja, das ist noch nicht so ganz Ich will es optimal mal so gelöst. sagen, wenn wir für mich eine Kamera hätten, dann würde der Chat jetzt auch meine Schmerzen sehen. Okay, gut, alles klar. Aber das Event haben wir gelöst, alles klar. Das sind so diese Dinge, wo die natürlich für unsere Entwickler, die seit 2 Jahren immer wieder die Probeversion spielen, ist das natürlich, ja, die brauchen diese Anzeige nicht. Aber Nein. für einen Neuankömmling im Spiel, der weiß noch nicht, was diese Achsen machen. Da Ja, aber komm mal, müssen doch vorher gezeigt aber werden. man entwickelt doch so ein Spiel doch nicht für die Spieler, sondern für die Entwickler, Steffi. Manchmal hat man so ein bisschen den Eindruck. Okay. Aber genau deswegen versuchen wir das mit dem Open Dev, damit wir wirklich den Input von den Spielern kriegen, die dann halt eben sagen, ja, das System mit den Ideologieachsen hier ist ja schön und gut, aber das erste Mal, wenn ich spiele, habe ich keine Ahnung, was die überhaupt Ja. machen, weil die mir ja nicht Ja. angezeigt werden. So, jetzt können wir einen weiteren Bezirk setzen, ober oder unten. Bauprojekt ist durchgelaufen. Wir können gehen auf Nahrung, dann könnten wir von den Bauern vielleicht welche abziehen im Industriegebiet. Wir könnten auch sagen, die Forschung dauert lange. Wir können es im Augenblick auch leisten, Bürger rüberzuziehen in den Forschungsbereich und schneller dann hiermit fertig zu werden. Das hätte einen Vorteil, dass wir bald das hier errichten könnten. Beides errichten könnten, unseren Spezialdistrikt, der uns ordentlich hilft, hier Geländefelder zu erschließen. Das würde ich auch gerne. Dann hätten wir den zum Beispiel in 8 Runden und das wäre wiederum ein Gebäude, das wir zentral in der Stadt hinsetzen können. Dadurch hätten wir auf jedem Wasserfeld und davon haben wir viele Nein, angesprochen. Vorsicht, da muss ich dir die Infos geben, denn das ist ein Tooltip-Fehler. Der zeigt dir gerade den Sonderdistrikt der Nordmänner an, statt der Ja, Phönizier. aber es ist unserer, der heißt nur Wir, anders. unsere ist Haven. Haven, Zuflucht, und unsere gibt uns Bonus Geld auf Wasserfeldern, nicht Bonus Nahrung. Und ich habe gerade Bonusnahrung gesagt. Ja, Alles klar, okay. weil er dir ja hier auch Bonus Ja. Nahrung anzeigt. Ja, aber ja, okay. Also ist auf jeden Fall gut. Wir kriegen irgendwas Gutes und können die Felder überhaupt erschließen. Denn ohne Hafen können wir diese ganzen Wasserfelder, die hier unten sind, gar nicht nutzen. Und ist halt unser Hafenersatz und der geht auch über mehrere Felder hinweg und nicht nur über eins. Da kann man also sich durchaus hohe Erträge holen, wenn ihr euch das mehr anschaut. Auch die Wissenschaft könnten wir hier bekommen, oder?
Genau. Das würde ich schon gerne machen. Deshalb machen wir Folgendes. Wir gehen hier rüber, gehen hier drauf und stellen erstmal den nächsten Bezirk einen Bau und dann verteilen wir das hier oben hin und her. Und wir gehen mal rüber, entweder hier mehr Produktion durch ein Sägewerk. Das Sägewerk würde auch boosten die Waldfelder hier oben. Das gucken wir uns auch mal an. Sind hier Waldfelder? Das ist ein Waldfeld. Das ist eines. Das ist auch eines. Das ist keines. Das ist keines. Das in der Mitte zählt auch nicht. Aber drei Waldfelder oben. Und hier haben wir angeschlossen 1, 2, 3, 4, 5 Waldwälder, 6 Waldwälder. Das heißt, wir bekämen 12 Industriepunkte mehr, 12 Produktionspunkte mehr. Im Augenblick haben wir 43. Das wären um die 20 mehr und wären 5 Runden fertig. Das wird sich lohnen. Bevor wir darauf aber klicken, checken wir erstmal weiter oben. Wir haben hier neu den Außenposten, ob es eventuell auch Industriegebiete gibt, die wir platzieren können, die uns sogar noch mehr bringen als 12 Produktionen. Das checken wir jetzt erst hier oben mal. Checken die Situation hier. Halten hier mal Ausschau. Wird uns hier irgendwas gehighlightet? Nein. Die empfehlen uns ja gerne Dinge, aber das sind so mäßig. Das sind so, wir können ja immer irgendwo anbauen. Das bringt es noch nicht. Hier wären es maximal 7 mehr dazu, hier 3. Ne, ich bin für ein Sägewerk. Wir machen einmal ein Sägewerk. Dann wir gehen einmal auf das Sägewerk drauf und halten das dann in 5 Runden. Und überlegen uns auch für einen Moment, wie wir das timen. In 8 Runden wäre die Zuflucht da. Wenn wir jetzt noch einen Produktionspunkt, einen Bürger hier abziehen und hier hinpacken, schicken zur Forschung. In 5 Runden Zuflucht baubar, Forschung abgeschlossen, in 6 Runden Sägewerk. Das könnte man eigentlich auch machen. Das machen wir. Das ist eine gute Idee. Das gefällt mir vom Timing her. Und in 6 Runden der nächste Bürger, das ist gut. Wenn alles etwa zeitgleich fertig wird, dann finde ich immer cool. Sowas tun wir jetzt. Sehr schön. Dann gehen wir. Hey, das haben wir doch gemacht. Ach, das hatte ich noch nicht bestätigt. Einmal Genau. Geld mehr. Hatte der Chat auch schon darauf hingewiesen, aber ich habe mir gedacht, du kannst die Runde sowieso nicht beenden, Na ohne dann. dass du es bestätigst. Chat ist vorwitzig, altklug und besserwisserisch. Danke, dass ich euch habe. Sehr lieb. Dann gucken wir hier vorne noch, dass wir mit den Armeen weiterziehen. Mit denen wollten wir Ausschau halten nach einem coolen Plätzchen für einen nächsten Außenposten. Den wir noch nicht holen. Ach, wir müssen erst noch weitere Dinger hier aufdecken. Da müssen wir gar nicht lange gucken. Wir ziehen erstmal rum von hier und halten weiter Ausschau. Ziehen hier einmal runter, hier rüber. Decken noch mehr auf. Jetzt weiter in die Richtung. Mann, das hat es ja voll gebracht. Vielen lieben Dank für nichts. Hier vorne wiederum mit dem hier. Raufziehen können wir nicht. Ziehen einmal hier lang. Das ist dieses kalte Gebiet. Hier kann man auch nicht raufziehen. Ziehen einen mal runter, unten lang. Oder hätte ich außen lang ziehen sollen. Das war ein kleiner Fehler. Dann gehen wir hier hin und decken noch ein bisschen was auf. Jetzt eine Runde weiter. Ja. Alles gut? Wollen wir mit dem Geld irgendwas anfangen? Nein. Beide haben gezogen. Beide haben keine Aktionspunkte, keine Bewegungspunkte mehr. Eine Runde weiter. Auf geht's. Gucken mal, wohin uns das führt. Liebe Grüße an alle, die da sind. So, hier gehen wir, hier sehen wir schon wieder ein Territorium. Wir wissen aber nicht, ist es dasselbe oder ein anderes. Das gehört dem Hipster. Ziehen einmal hier lang. Wollen wir da oben drauf ziehen? Es kann sein, dass ja, wir wissen es nicht, ne? Hier könnte man rumlaufen bis hier und dann gucken und eventuell auch wieder runter. Kann sein, dass das sogar die beste Sicht bringt. Wir machen das mal. Wir ziehen einmal hier rauf. Oh la la. Da können wir jetzt schon weit gucken. Da vorne ist ein Luxusgut Blei. Haben noch mal zwei. Zieht einmal hier hin. Einmal hier hoch. Können wir sehr weit gucken. Sehr spannend. Heiße Quellen. Das gibt noch mal Wissenschaft extra. Und dann ziehen wir mit denen noch ein Stückchen weiter rum. Achtung, in übernächste Runde haben wir die 20 Punkte zusammen, sodass wir einen Außenposten setzen können. Ziehe auch, Entschuldigung. Ich traue mich nie, wenn ich das aktiviert habe. Abwählen mit rechts. Ja. Also echt, das ist so tricky. Jetzt ziehen wir ein kleines Stückchen rauf nach hier hin.
Noch eins. Oh, das hat sich gelohnt. Ziehen einmal hier rüber. Hier drauf. So, wir bekommen 5 Wissenschaftspunkte dazu. Das ist sehr schön. Bestätigen das und sagen eine Runde weiter, bitte. Und hoffen, dass in der Zwischenzeit die Kollegen hier keinen Außenposten claimen. Der Hipster und seine Bande von, was waren es? Olmeken waren es, genau. Jetzt ziehen wir hier wieder zurück. Ja, wir ziehen erstmal da mit den anderen. Mit ihnen hier vorne. Ja, wenn wir Pech haben. Wenn wir Pech haben, dann setzen die uns. Ah, das ist eine andere Region. Hier dürfen die ruhig einen Auf- und Außenposten gründen. Hauptsache, die gründen hier nicht den Außenposten. Jetzt halten wir doch mal Ausschau. Nächste Runde können wir den Außenposten gründen. Wo ist der coolste Platz hier für Außenposten? Im Notfall können wir den Außenposten auch dahin setzen, wo es zwar doof ist, aber wo es schnell geht und sagen, ist doch nicht so schlimm, dann machen wir halt danach, wenn er fertig ist, ein Bauprojekt Außenposten verschieben. Dann stellen wir den, können wir den 4, 5 Runden nochmal woanders hinpacken. Hauptsache, den schnappt uns keiner weg. Doof ist es, wenn die sehen können, wo die KI ist. Was könnte ein cooler Platz sein? Können wir hovern schon mal. Können wir, es wird gar keine Vorschau angezeigt, weil noch ist der Bau nicht möglich. Deshalb gibt es leider auch noch keine Vorschau. Deshalb können wir jetzt nicht beschließen, wo es am klügsten wäre, lang zu ziehen. Wir müssen selber nachdenken. Also der beste Platz ist, denke ich, irgendwo hier in der Mitte, oder? Wo wir all diese vielen, also irgendwo auf der Kante von viel Nahrung und viel Produktion wäre eigentlich cool. Haben wir einen Fluss irgendwo? Nein. In das Naturwunder, in dessen Nähe zu siedeln, braucht man gar nicht unbedingt. Die Effekte von dem Naturwunder haben wir auch so. Je größer die Punkte, desto besser. Das ist Wissenschaft. Da könnte man vielleicht auch Wissenschaftsdistrikte gleich draufsetzen. Vielleicht so einen in der Mitte, der beide einschließt. Das wäre cool. Was so könnte man einen hinsetzen? Vielleicht hier vorne auf dieses Feld hier. Die große Schwierigkeit hier ist ja, wenn du dich in dem Gebiet umguckst, die Industriefelder haben eigentlich fast alle nur einen Industriepunkt. Also Nahrungsfelder sind ja einige sehr gute dabei, aber Industrie ist schwer zu finden. Genau. Ich glaube, ich würde dennoch hingehen auf dieses Feld. Wir können ja notfalls ja auch mal kaufen. Wie teuer ist es, ein Industriegebiet zu kaufen? Wir gehen mal gucken. Wie teuer das wäre, wenn man ein Industriegebiet. Ah, das ist sehr teuer. Industriegebiet. Ich stelle mal testweise eins ein in die Bauschlange. Das kann man nachher auch wieder abreißen. Platziere es mal hier. Gehe die Bauschlange rein. Nehme den, ich glaube, den zieht man drauf. Und wenn man den aus dem Nichts kaufen würden, würde das 202 Gold kosten. Kann man machen, kann man auch lassen. Jetzt gehen wir hier oben nochmal schauen. Und suchen mal ein Plätzlein, wo wir überhaupt irgendwas bauen können nachher. Und wo wir außerdem mit uns noch durchfüttern. Ja, wir haben eigentlich nur die besten Produktionsgebiete sind hier unten. Da haben wir wenigstens Wald. Und sollten wir das Feld nachher anschließen an Byblos, dann würden wir auch profitieren von dem Sägewerk in Byblos und würden für die Felder auch noch jeweils 2 extra Nahrung generieren. Vielleicht könnten wir sagen, dass wir auf dieses Feld ziehen. Steffi sieht es mit wenigen Sekunden. Delay. Sag mal, wann du es erkennst. Neben das Naturwunder und neben diese und neben Wald. Was würdest du davon halten, Steffi? Also dieses Feld zwischen dem Naturwunder und dem Krater. Mhm. Ja, das ist schon das Feld, das ich ins Auge gefasst habe, als du gesagt hast, hier unten beim Naturwunder und den Wäldern. Also ich würde dir da schon zustimmen. Das gibt uns dann auch, wenn wir das Forschungsviertel erfunden haben, direkt die Möglichkeit, da diese beiden Forschungsfelder Indem wir auszunutzen. hier Das wären hingehen. dann 8 Forschungen, was natürlich auch eine Menge ist. Ich weiß nicht, wie viel im Moment haben wir, was, 10, 15 Punkte, die wir pro Runde machen. Das Wo weiß ich siehst du jetzt nicht. Da das? müsstest es ist eine grobe Schätzung jetzt von den Werten, die ich in der Na, Stadt ihr so habt gesehen immer habe. noch keine Aber wenn du, Forschungsanzeige doch, auf dem wir Zimmer. haben das, aber du müsstest unten mal die Forschungsauswahl aufmachen. Auf dem Hauptbildschirm ist es nicht angezeigt, sondern in dem Ausklappmenü der Forschung. Auch das würde ich mir wünschen, ein zentraler Wert, dass der hier oben neben den Einfluss- und den Goldpunkten stehen würde. Wäre mein frommer Wunsch, Steffi. Wäre meiner auch, aber ich verstehe manchmal nicht, warum es so schwierig ist, sinnvolles Feedback durchzusetzen. Denn eigentlich haben wir ja da rechts neben Einfluss und Gold noch Platz. Genau. Das ist ja hier, die Ecke ist ja nicht zugeballert. Jetzt Ja hier gut, mit den. früher mal war da die Anzahl der Armeen, aber es gibt jetzt ja keine Maximalanzahl der Armeen mehr, sondern stattdessen Goldkosten pro Einheit.
Das ist ja schräg. Die Einheit, die KI, ist nachgezogen, als ich ein Feld gezogen habe. Die sieht die KI zeitgleich mit mir manchmal. Ja, nicht nur manchmal, eigentlich immer. Denn Humankind hat so wie Endless Legend und Endless Space zuvor die Simultanzüge. Mhm. Das ist auch... die Simultanzüge sind ganz wichtig für unsere Kämpfe, weil man ja im laufenden Kampf noch weitere Armeen in den Kampf hinzufügen kann. Und wenn da die Züge nicht simultan wären, wäre das ja unfair für den Verteidiger, weil der sich ja in der feindlichen Runde sonst nicht bewegen könnte. Sag mal, was bedeutet denn das Handsymbol plötzlich? Wenn man das Handsymbol heißt jetzt, dass wir eine Kontrollzone verlassen und deswegen so viele Bewegungspunkte verbrauchen. Ah, deshalb klebt er jetzt an unseren Hacken. Ich sag ja, das ist einer von diesen Leuten, die dich triezen, dich in die Ecke treiben und sagen, ich tu dir doch nichts. Ja, so diese ich bleib hier stehen. Diese passiv-aggressive Haltung, die ja so tut, als würden sie dir nichts machen. Wer kennt das nicht? Ich stehe ja vor der Bar und du kommst hier nicht rein. Du bleibst draußen. Ich bleib hier stehen, ganz im Ernst. Ich setze auf Zermürbung. Wenn ich eins gelernt habe in meinem Leben... Mitunter ist nichts tun besser als etwas tun. Wir bleiben hier stehen, verschränken die Arme und machen nichts. Anders formuliert, wir machen das Modell. Genau, wir handeln so wie im Augenblick, wir zeichnen das ja gerade auf, hier im April 2021. Wir machen das so wie die Bundesregierung im Augenblick in Deutschland. Eine drohende Krise ist irgendwo zu sehen. Und wir glauben, zwar lieber nichts machen. Wenn man was macht, kann man was falsch machen. Lieber nichts machen. Oder nur so Kleinigkeiten. Irgendwie Hauptsache, macht nichts falsch. Ich bleibe hier stehen an der Stelle. Dann kann keiner mich irgendwie tadeln. Wahrscheinlich wird die Situation nicht besser. Aber ich bleibe hier stehen. Ich klicke auf eine Runde weiter. Bleibe einfach stehen und gucke mal, was passiert. Es kann ja nichts Schlimmes passieren. Also wir gucken. Weisheiten mit WB. Man kann nichts falsch machen, wenn man einfach gar nichts macht. Sehr gerne. Gerne geschehen, sehr gerne geschehen. Ich glaube daran. Es kann nichts Schlimmes passieren. Nichts. Der Himmel könnte es auf den Kopf fallen, wir könnten massakriert werden. Wildbären, Grizzlies könnten vorbeikommen. Der bleibt hier rund um den Mond stehen. Wir können nichts entdecken. Aber Hauptsache, Leute, Hauptsache, wir machen jetzt keinen Fehler, indem wir irgendwas tun, was falsch sein könnte. Ja, pst. Ruhig stellen, Leute. Alle ruhig stellen jetzt. Langsam atmen nur. Nichts falsch machen. Nicht laut werden, ganz leise.